Immer wieder begleitet uns die Frage, kann Hanfdämmung schimmeln, wenn Hanf dauerhaft feucht ist? Das ist eine sehr gute Frage und darum geht es jetzt in diesem Video. Servus und hallo, mein Name ist Lukas, ich bin Schreinergeselle und heute geht es darum, kann Stopfhanf schimmeln? Vorweg muss man ganz kurz sagen, Hanf ist ein Jahrtausende alter Baustoff, den es schon immer gab und wahrscheinlich auch immer geben wird. Und er wurde schon sehr oft erfolgreich beim Hausbau eingesetzt. Stopfhanf ist stark feuchtigkeitsregulierend. Das bedeutet vor allem die Hanffaser. Ja, wenn ich von Hanf rede, meine ich immer die Hanffaser. Das heißt, es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie kapillar wieder ab. Hanf wird auch sehr gerne zum Abdichten von Rohren verwendet, falls ihr das wisst. Bei Fittinge zum Beispiel benutzt man die Hanffaser zwischen den Rohren, um es abzudichten. Das bedeutet, der Hanf wird immer ein bisschen feucht und wenn man dann 20 Jahre später kommt und das Rohr aufmacht, den Fitting abschraubt, dann ist die Hanffaser immer noch in guter Verfassung und kann sogar, wenn man es trocknet, wieder eingesetzt werden. Das macht natürlich niemand, weil es ja nur so ein kleines Stück und dann wirft man es einfach in Müll und nimmt ein neues Stück Hanf, aber theoretisch kann man es wieder verwenden. Hanf kann zwischenzeitlich, wenn es nass wird, auch seine Farbe verändern, sogenannte Röste. Und das bedeutet, es wird dann einfach dunkler. Es kann auch theoretisch sein, dass wenn der Stopfhanf nass wird, dass es dann mal eine kurze Zeit nach Scheuerlappen riecht. Aber das ist überhaupt kein Anzeichen dafür, dass Hanf schimmelt. Hanf ist ein natürlicher Baustoff und wie bei jedem natürlichen Baustoff sammeln sich natürlich Mikroorganismen auf ihm. Hanf ist natürlich kompostierbar. Das bedeutet, wenn du es im Garten vergräbst, dann zergeht es. Also jetzt hör zu, wenn der Stopfhanf nass wird, dauerhaft feucht ist, dann bilden sich normalerweise sogenannte Tintlinge auf dem Hanf. Kein Schimmel, Tintlinge, das ist ein Unterschied. Wenn man dann den Hanf trocknet, beziehungsweise wenn er langsam abtrocknet in 4 bis 6 Wochen oder man legt den Hanf in die Sonne, dann verschwinden die Tintlinge wieder von alleine und der Hanf kann wieder vollständig verwendet werden. Also zurück zur Eingangsfrage, kann Stopfhanf schimmeln? In der Regel definitiv nicht nein. Man muss bautechnisch natürlich dafür sorgen, dass der Dämmstoff, in diesem Fall Stopfhanf, nicht dauerhaft feucht ist. Das muss bei jedem Dämmstoff gewährleistet sein, dass er nicht dauerhaft feucht ist und so natürlich auch beim Stopfhanf. Stopfhanf hat aber, wie gesagt, den Vorteil, dass es extrem feuchtigkeitsregulierend ist und dadurch auf jeden Fall nicht schimmelanfällig ist. Deswegen empfehlen wir immer, baut möglichst mit Stopfhanf. Stopfhanf ist super. Und genau, ich hoffe, ich konnte in dem Video ein paar Fragen klären, nämlich mit dem Gerücht aufräumen, dass Stopfhanf leicht schimmelbar ist. So ist es nämlich nicht. Stopfhanf ist eher nicht schimmelanfällig und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert auf jeden Fall den Kanal, dass ihr immer unsere neuen Videos mitbekommt und ich freue mich, man sieht sich und bis bald, euer Lukas. Ciao, ciao.